So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben eine Blase im Hals noch. Ich habe gerade schon wieder was getestet, was sehr scharf war. Mit Maddox-Soße am Ende noch und die haut immer so rein, mir brennt der ganze Mund. Und trotzdem habe ich Durst. Und es ist bestimmt das Dümmste, was man machen kann, jetzt was zu trinken zu testen, weil du gar nicht merkst, wie es schmeckt, weil dir ja die ganze Schnude noch brennt von der Maddox-Soße. Aber das spricht mich jetzt an. Das steht schon die ganze Zeit im Kühlschrank. Eine goldene Dose, schwarzer Nibus, goldene Dose. Da steht drauf Robin Schulz, Mai Mate. Mate? Mate? Wie auch immer. Mai Mate, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Mate-Extrakt, abgerundet mit natürlichem Mate-Aroma, erhöhter Koffeingehalt, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Sieht auf jeden Fall richtig edel aus, richtig stark, oder? Was sagt ihr dazu? Sieht das edel und stark aus, oder was ist damit? Ich weiß gar nicht, wie man das halten soll, damit man daraus auch ein Thumbnail machen kann. Das möchte ich jetzt probieren, einmal in dem Berliner Luftgläschen und dann einmal den ganzen Bottich und dann bin ich hoffentlich nicht mehr durstig. Einmal öffnen bitte. Haben wir vor ein paar Wochen, glaube ich, im Netto gesehen. Gab es das? Frage natürlich erstmal, wer ist Robin Schulz? Jetzt sagt ihr wieder, es ist ein Fußballspieler. Weil gefühlt jeder Fußballspieler momentan mindestens sein eigenes Getränk auf den Markt bringt. Und ja, es sieht halt auch schön aus. Es sind auch 25 Cent Pfand drauf. Es glänzt wirklich wie eine Speckschwarte. Mai, Mate, Robin, Schulz, hier diese Gesichter noch, die da am Rand sind. Es blendet, es ist so hell. Wir schütten jetzt mal hier was rein. Wird wahrscheinlich nach herkömmlicher Mate schmecken. Mate-Extrakt, Mate-Tee. So eine Teenote, so eine besondere, die sehr speziell ist. Der D-Nice trinkt das gern, das weiß ich. Ich bin nicht so ein Mate-Fan, aber wir testen es trotzdem jetzt mal. Schmeckt wie herkömmlicher Mate, Tee, Extrakt mit Kohlensäure und erhöhten Koffeingehalt, damit das nämlich schön aufpusht. Da brauche ich nicht mehr, da will ich nicht mehr, da schütte ich mir jetzt einfach mal rein. Und ja, ich weiß gar nicht, wieso ich das teste, wenn ich ja weiß, wie es schmeckt und wenn es gar nicht so was Besonderes ist. Ich wollte euch, glaube ich, einfach nur mal die Dose zeigen, weil die Dose so schön aussieht und damit der Herr Schulz, der Robin Schulz, noch mehr Einnahmen macht mit seinem Mate-Extrakt. Das sieht jetzt fast aus wie Bier. Wie köstliches Bier. Guckt euch dieses Bier an. Wenn ich jetzt so da sitze, mein Mate, denken alle, das ist ein Bier mit mega viel Kohlensäure und Schaum. Aber wir wollen das ja jetzt so testen. Der Rest muss auf jeden Fall reinkommen. Das sind 330 Milliliter. Das geht gar nicht, dass es nicht reinpasst. Schaumkrone ist am Start, einfach reingeschüttet, die beste Schaumkrone der Welt, guckt euch das an, da läuft auch noch nichts runter, das sackt zusammen, eine Dose ist leer, die zweite Dose haben wir noch, die schütten wir jetzt auch noch rein, bis zum Hängen wenigstens, das muss alles in sich zusammen sacken oder irgendwann über den Rand laufen, eins von beiden. Da seht ihr schon, die Mate macht sich selbstständig. Wie kriegen wir das noch rein? Komm. Pupsi trinkt eh kein Mate. Eigentlich hätte ich sie jetzt probieren lassen, aber das ist nix. Stellen sie nochmal ab, kippen sie nochmal rein. Wir haben das ganze Glas voll. In ein 0,5er Glas, 660 Milliliter. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Kennt ihr Robin Schulz? Kennt ihr mein Mate von Robin Schulz? Und schreibt es mal in die Kommentare. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Fürs Thumbnail. Es ist auf jeden Fall mega kühl, mega kalt, weil es frisch aus dem Kühlschrank kommt. Ist erfrischend, ist auch nicht so süß,
Wer wartet, trinkt, gönnt's euch, probiert's euch. Aus dem Netto gefunden. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.